Weißt du, aber jetzt durch das Video von meinem Bruder, ich empfinde es gerade richtig, wie ich spüre die Schläge gerade, weißt du? Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört, in der 188. Episode. Mein Name ist Steve, ich bin der Host dieses christlichen Podcasts, beziehungsweise dieser christlichen Podcast-Show in 4 Kategorien und gleich erzähle ich euch, was die nächste Stunde auf euch wartet. Aber zuerst schauen wir nochmal nach hinten. Letzte Woche ging es ab und zwar IDEA hat die Wahrheit über Wilhelm Bunz herausgefunden. Und das klingt jetzt ein bisschen ironisch, aber ich muss sagen, ich war sehr schockiert, wie ich diesen Podcast zumindest für eine Stunde 16, bis dann irgendwas passiert ist, dass ich es nicht mehr anhören konnte, herausgebracht hat. Und es ist, Zitat Wilhelm Bunz, vernichtend. Es ist überhaupt nicht, ich weiß nicht, ich habe den angehört und dachte mir so, was ist denn jetzt los hier, also Kacke. Weil man wünscht sich natürlich, dass alles das, wo man hofft, dass sein Freund unschuldig ist, nicht stimmt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich in allem übereinstimme, was da drin gesagt wurde, aber es ist, wie gesagt, also mit Zeugen hinzugezogen und dann Interviews gemacht mit Schwester Pipapo. Ja, Zitat nochmal, vernichtend. Ich habe dann ein paar Tage, ich glaube einen Tag oder zwei Tage später, Wilhelm angerufen. Erst habe ich seine Frau erreicht, die natürlich genauso schockiert war und gesagt hat, sie kann das alles gar nicht verstehen. Sie hat zum Beispiel für die Pflege Nachweise, die sie geführt hat. Und ihr glaube ich das, also auch in Wilhelm würde ich es glauben, aber ihr glaube ich das, weil für mich ist sie, sie kommt nicht vom Land, aber für mich ist sie die Unschuld vom Lande, vertrauenswürdig und einfach, ja, sehr... Weiß ich nicht. Egal. Dann habe ich ein paar Stunden später Wilhelm erreicht, beziehungsweise dann er mich. Und ja, wir haben eine Dreiviertelstunde geredet. Und es war einfach, ja, man hat ihm angemerkt, er ist schon getroffen und auch betroffen davon. Genau. Aber ganz kurz, auch für diejenigen, die das jetzt hören, wegen Wilhelm Bunz, das ist nicht der Wilhelm Bunz Podcast. Das will ich ganz kurz sagen, es wurde uns unterstellt oder vermutet wahrscheinlich eher, dass wir der Wilhelm Bunz Podcast sind und Wilhelm ist jetzt hier jede Woche im Gespräch. Das ist er jetzt noch. Irgendwann wird sich das ändern, liebe Freunde. Falls ihr den Hype über Wilhelm Bunz hier weiter sucht, wird es irgendwann aufhören, da muss ich euch leider enttäuschen. Aber bis dahin könnt ihr natürlich dranbleiben. Am besten mit 5 Sterne bewerten auf Apple Podcast oder Spotify. Bitte auch abonnieren, das wäre mir sehr wichtig auch. Erstens bleibt ihr up to date und zweitens wird die Sichtbarkeit dadurch höher. Genau, aber wir haben jetzt was vor. Also Wilhelm und ich, wir haben uns kurz beratschlagt, also eigentlich heute mal kurz hin und her geschrieben. Und ich treffe mich heute Abend um 8 Uhr mit Wilhelm Bunz im Telefonat. Und das zeichnen wir auf. Da wird er sich äußern zu dem ganzen IDEA-Ding. Ich werde ein paar Fragen haben, aber was wir uns auch gedacht haben, wäre doch eigentlich schön, wenn ihr auch Fragen stellen könntet. Oder das schreibt. Das könnt ihr zum einen machen auf Instagram unter die Macht der Worte @mail.de oder auf Facebook, nee, ohne DE, sorry, Instagram ist einfach nur die Macht der Worte, oder auf Facebook unter die Macht der Worte. Ihr könnt aber auch uns eine WhatsApp-Nachricht schreiben, wenn ihr Bock habt. Und wir werden diese Nummer nicht speichern von euch, wir werden mit der Nummer gar nichts machen, außer entweder das vorlesen, was ihr schreibt, oder abspielen, was ihr sprecht. Die Nummer wäre, also falls ihr Zettel und Stift nicht parat habt, könnt ihr euch da zurückspulen,
0178 11 45 328. Da könnt ihr hinschreiben und oder sprechen und dann lesen wir das Wilhelm vor oder wir sprechen das mit Wilhelm ab. Oder lassen es abspielen, Entschuldigung. Genau, und unter dieser Nummer werdet ihr auch niemanden erreichen. Das ist einfach nur ein Podcast-Handy, das liegt in der Schublade drinnen, auf lautlos, auf Flugmodus an und wenn ich dann mal wieder da bin, mache ich es mal hoch und dann kommt halt alles rein, was reinkommt. Was ihr auch machen könnt, ist zu der WhatsApp-Gruppe dazukommen. Da findet ihr den Link in den Shownotes. Also falls es euch interessiert, was die Macht der Worte alles für Gäste hat, wer gefragt wird und vielleicht habt ihr auch Fragen dann an kommende Gäste, könnt ihr euch gerne in dieser WhatsApp-Gruppe anmelden. Ich würde mich freuen. Sind schon einige drin von euch als Hörer. Genau. Und ja, was interessant ist, ist auch, dass natürlich postet Wilhelm alles irgendwie, was über ihn auf Facebook und Social Media gemacht wird, auch unter anderem diesen Podcast, wo wir sehr dankbar sind, einfach weil Leute dadurch mehr uns sehen und wir mehr in die Sichtbarkeit kommen und dadurch natürlich auch Hörer hängen bleiben, die jetzt nicht nur über Wilhelm was hören wollen. Was aber auch interessant ist, ist, wenn man dieses Facebook-Ding einfach so verfolgt, also es ist ja, Facebook ist ja ein bisschen hirnlos geworden. Ne? Man schreibt da seine Gedanken rein und merkt vielleicht nicht einmal, wie dumm die manchmal sind. Manche sind uns angegangen und haben dann geschrieben, hier, wir stellen Wilhelm bloß und wir beleidigen ihn als Lügner und so weiter und so fort. Und wir sollen den Mühlstein um unseren Hals haben und so weiter. Und checken gar nicht, dass diese Thumbnails, also quasi diese Bilder von Wilhelm und dann mir mittlerweile ja provokativ sind. Und natürlich erreichen sie ihr Ziel, wenn Leute sowas schreiben, aber ja, die Satzzeichen werden meistens überlesen. Das Beste war eigentlich, auf YouTube sind wir ja mittlerweile auch, und da hat jemand geschrieben, ja, hier, was weiß ich, wir sollen ihn nicht als Lügner darstellen und sowas. Und dann hat er aber unter ein anderes Video gepostet, ey, wie, hier wie in China, euer Kommentar, mein Kommentar ist gelöscht und bla bla bla. Und wir haben ihn dann freundlich darauf hingewiesen, dass es eigentlich ein anderes Video war, wo er drunter gepostet hat und wir sind hier nicht in China. Naja, egal. Aber wir fangen jetzt mal an. Freunde, ich habe richtig Bock auf diese Episode, weil es erwartet uns Geistesgaben, ein FEG-Pastor versus, sage ich mal, einen charismatischen Pastor. Dann haben wir Michael und Steve, die über den Wiederauferstehungsleib redet. Und zwar reden wir darüber, dass wir, naja, wie schauen wir eigentlich aus, wenn wir tot sind und im Himmel sind? Sind wir dann dick, dünn? Ab wann, ab wie viel Kilo sind wir dann mit dem Auferstehungsleib da? Und dann haben wir das letzte Mal Sarah zu Gast mit ihrem Thema Depression. Und wir hoffen und beten und wünschen uns natürlich auch, dass ihr für Sarah betet, dass Gott sie aus dieser Depression führt und sie stärker rausgeht, als sie reingegangen ist. Amen. Amen. Genau, und dann haben wir eben Wilhelm Bunz, der uns erzählt, wie es sich für ihn ein bisschen anfühlt, nicht über den IDEA-Beitrag, sondern über den seines Bruders. Also, noch nicht ganz aktuell, aber wird demnächst passieren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Episode 188 von Die Macht der Worte. Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Sehr geehrte Damen und Herren, heute sitze ich in einem Gemeindezentrum in Nürnberg mit zwei Pastoren. Zu meiner Linken sitzt Manu. Hi Manu. Hi Steve, servus. Manuel Höfig, Pastor von der Emanuel-Gemeinde in Nürnberg. Ganz genau, so ist es. Und Tim Sauder. Du bist alter Bekannter. Ja, servus, das ist mir eine Ehre. Das war kurz ein Knopf. Du bist FEG-Pastor aus Herzogenaurach. Euch beide konnte man schon mal hören auf dem Podcast. Manu war zu Grace, also Gnade, ja, Hyper stimmt. Grace genau. Und nicht so. Und Tim. Ah, hast du über das Hyper Grace Movement gesprochen oder wie? Naja, wir haben über die Gnade gesprochen, genau, und über das Gesetz und all diese Dinge. Ja, okay, spannend. Genau. Ja, und Tim, du warst schon für Sprachengebet da, du warst schon für Einheit da und warst schon für ein paar andere Themen da. Und wir haben uns gedacht, weil Leute mir geschrieben haben auch zu deinem Sprachengebet-Thema,
wo die Steine sind, warum ich die nicht geschmissen habe auf dich. Ja, ja. Weil jetzt gedacht, jetzt holen wir mal einen Charismatiker, einen Pastor mit dazu, der sich da auskennt. Genau, für den Hörer, also wir haben die nächsten Wochen einiges. Es geht um Sprachengebet, den Heiligen Geist. Und wir fangen natürlich an mit der Taufe im Heiligen Geist. Manu, wir geben dir mal den Vorzug. Ab wann ist bei dir jemand im Heiligen Geist getauft und wie schaut es für dich aus? Gut, okay, also erstmal schön, hier sein zu dürfen und den Tim kenne ich auch gut. Ich habe ja sogar schon mal bei dir gepredigt. Ja, ja. Genau, also du hattest den Mut, einen charismatischen Pastor einzuladen. Absolut, wir sind doch offen für alles hier. So ist es und ich denke, das ist einfach erstmal zu Beginn wichtig. Ne? Also wir werden natürlich auch über unsere Differenzen, über unsere theologischen sprechen, aber wichtig ist, dass wir natürlich eins sind in Christus und das ist das die Hauptsache. Ja. Aber gut, ja, wie sehe ich das ganze Thema Taufe im Heiligen Geist? Zunächst mal gibt es da natürlich einige Stellen in der Bibel, also ich würde mal eine nennen, da heißt es in Lukas 3, 16, als Johannes gesprochen hat, Johannes antwortete ihnen allen und sprach, ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der ist stärker als ich und ich bin nicht wert, ihm die Riemen seiner Schuhe zu lösen, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und später lesen wir dann in den Evangelien, dass Jesus, als er auferstanden ist von den Toten, seine Jünger angehaucht hat und gesagt hat, empfangt Heiligen Geist. Und ich denke, das war der Moment, wo sie wirklich mit Heiligen Geist getauft worden sind, weil der Heilige Geist nur auf Jesus war zu dem damaligen Zeitpunkt. Und sie haben dann den Heiligen Geist empfangen und das war so dieses Erlösungswerk, denke ich. Und später in der Apostelgeschichte, kurz vor der Himmelfahrt, lesen wir dann, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, dass Kraft von oben kommen wird und Kraft im Griechischen heißt Dynamis und dass sie darauf warten sollen. Und das, wenn man jetzt so die ganze Geschichte liest, denke ich nicht, dass die Jünger zu dem Zeitpunkt noch nicht erlöst waren. Ja, also ich denke schon, dass sie gemeinsam gebetet hatten, die Apostel, ja, und waren im Obergemach und haben da sich versammelt und haben gewartet. Und dann kam eben der Heilige Geist in Form von Feuerzungen auf sie. Und es war dieses Tauferlebnis, die Taufe im Heiligen Geist, die Feuertaufe sozusagen. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, wann ist ein Christ sofort mit dem Heiligen Geist getauft, sofern er sein Leben Jesus gibt. Ne? Mhm. Und ich denke schon, dass es zwei unterschiedliche Erlebnisse sind. Einmal die Erlösung, also dass der Heilige Geist wirklich einzieht in dein Herz und du bist vom Neuen geboren, wo es ja dann auch in Römer 8 heißt, die durch den Geist Gottes geleitet sind, sind Söhne Gottes. Ne? Oder dass sein Geist unseren Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Also dieses ganz klare, ich bin jetzt ein Kind Gottes, ich gehöre zu Gott, ich bin eins mit Gott. Und später, als dann Petrus in der Apostelgeschichte 2 seine erste Predigt gehalten hat, nachdem er diese Feuerzungen, diese Kraft von oben, diese Dynamis-Power, im griechischen Dynamis, empfangen hat, hat er eine vollmächtige Predigt gepredigt. Und 15 Minuten, glaube ich, ja, voll das Evangelium, das reine Evangelium über Jesus. Und die Zuhörer haben dann gesagt, was sollen wir nun tun? Also es ist ihnen mitten ins Herz gegangen. Und ich denke, dass und jetzt ist da eben die Frage, in der pfingstlichen Gegend, da gibt es ganz viele unterschiedliche Ideen. Ne? Also die einen sagen, das Sprachengebet, weil ich habe ja auch in fremden Sprachen gebetet, ist das Zeichen, das eine Zeichen. Ich glaube, dass es wenn man jetzt so die biblischen Berichte gerade in der Apostelgeschichte anschaut, dass es schon ein wesentliches Zeichen ist. Ich denke aber nicht, dass es das einzigste Zeichen ist. Ja. Eben auch, dass Petrus in so einer kraftvollen Art und Weise gesprochen hat, zeigt auch, dass dies ein Zeichen ist. Ne? Also das war gesalbt vom Heiligen Geist, diese Botschaft. Es ist ihnen mitten ins Herz gegangen. Und dann haben sie aber drei Fragen gestellt. Sie haben eine Frage gestellt und haben drei Antworten bekommen. Was sollen wir nun tun? Ja. Und dann war die Antwort, lasst euch taufen, kehrt um und empfangt die Gabe des Heiligen Geistes. Die Gabe? Die Gabe des Heiligen Geistes. Okay. Ja. Lasst euch taufen. Also die Wassertaufe, kehrt um, die Umkehr, weg von der Sünde und empfangt die Gabe des Heiligen Geistes. Später haben wir auch gesehen, im Haus des Cornelius, da haben die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, noch bevor sie überhaupt getauft wurden. Also da gibt es auch keine klare Reihenfolge, zumindest nicht, was wir in der Bibel sehen, aus meiner Sicht. Und auch da war es wieder so im Haus des Cornelius, dass sie auch in Sprachen gebetet haben, ne, als sie den Heiligen Geist empfangen haben. Also ich denke schon, dass es ein wesentliches Zeichen ist, aber kein Must-Have, um zu wissen, dass man im Heiligen Geist getauft ist. Und dann ist natürlich die Frage, gibt es nur eine Geistestaufe oder gibt es mehrere
Taufen oder beziehungsweise Erfüllungen im Leben eines Christens. Und ich würde schon sagen, dass es eine wesentliche Geistestaufe gibt. Ne? Ja. Mhm. Das kann sich äußern im Sprachengebet. Manche haben das so erlebt, ne? Also da auch direkt bei ihrer Bekehrung. Bei meinem Vater zum Beispiel war das so, der hat direkt bei seiner Bekehrung hat er auch gleich das Sprachengebet empfangen. Okay. Bei meiner Mutter hingegen, die ist in der FEG Nürnberg aufgewachsen, ja, die war unter einer ganz anderen Lehre gestanden, die hat nicht sofort in Sprachen geredet. Die hat sich damit tatsächlich echt schwer getan und erst sehr viel später, weil sie einfach auch eine andere Lehre über das Thema hatte. Sie stand unter der Lehre, dass das Sprachengebet von unten kommt, ne? Okay. Also nicht von Gott, sondern vom Teufel, direkt aus der Hölle. Und musste da dann natürlich erstmal sich öffnen für das Sprachengebet, dass es auch was Gutes sein kann, was den Gläubigen auferbaut. Und sie hat es dann einfach später empfangen. Ja. Mhm. Genau. Aber ich denke schon, dass es auch später im Leben eines Christens neue Erfüllungen gibt. Ja. Und man sieht das zum Beispiel bei Stephanus, als er vor dem Hohen Rat stand da heißt es, er war voll des Heiligen Geistes. Ne? Mhm. Oder auch bei Petrus in bestimmten Situationen heißt es, und voll des Heiligen Geistes. Also ich kann mir schon vorstellen, dass dann immer wieder auch Leute erfrischt werden oder erfüllt werden in einer neuen Form. Also könnte man nach dir sagen, Bekehrung ist gleich auch eine Erfüllung des Heiligen Geistes? Bekehrung ist natürlich, dass überhaupt du mal geistlich lebendig wirst. Ne? Also ist die Wiedergeburt. Das ist, wenn der Heilige Geist in dein Herz einzieht und du wirst gläubig. Ja? Also, und da ist halt natürlich, da berühren wir dann ein anderes Thema. Freier Wille, Prädestination. Ja? Ist es jetzt nur vom Heiligen Geist gewirkt oder meine eigene Entscheidung? Ich denke, das ist so eine, so eine Mischung aus beiden. Okay, dann haben wir schon mal mit Manu sein Statement. Wir sind ja fast perfekt. Jetzt sind wir bei 8 Minuten. Tim, du darfst auch nochmal 8 kommen. Wie schaut es denn bei dir so aus? Ab wann ist man hier mit Heiligen Geist und so weiter und so fort? Genau, also ich würde sagen, es gibt weniger Taufen, als du das siehst, Manu. Ich würde sagen, es gibt die Taufe in Christus hinein, in der wir Gläubige werden. Und es ist gleichzeitig auch die Taufe des Heiligen Geistes, also die Taufe in den Heiligen Geist hinein. Und dann gibt es natürlich noch danach als Zeichen dafür, was in dir passiert ist und in dieser Taufe passiert ist, noch die Wassertaufe. Genau, also ich würde mich auf 2 Taufen beschränken. Genau, also ich glaube, die Taufe des Geistes ist die Taufe, in der wir in Christus hineingetauft werden. Römer 6 ist ja zum Beispiel, so alle, die getauft wurden, wurden in seinen Tod hineingetauft. Also so dieser typische Tauftext. Genau, und da würde ich eben... Also die Wassertaufe symbolisch für die Taufe in Christus hinein natürlich. Und dementsprechend, das ist die Taufe im Heiligen Geist, genau. Ich glaube, dass Christsein, also ist immer die Frage, was bedeutet es, Christ zu sein? Ich habe das immer wieder so definiert, zu sagen, Christ zu sein bedeutet, in Christus zu sein. Also Paulus benutzt es ja ganz arg oft und ist echt schön. Und ich glaube, dass der Heilige Geist es eben bewirkt und dass er das macht. Also die Taufe im Heiligen Geist ist der Heilige Geist, der das bewirkt. Calvin hat es schön gesagt, er hat gesagt, der Heilige Geist ist das Band unserer Einheit mit Christus. Also der ist der das möglich macht, dass wir in Einheit mit Christus leben. Genau. Also deshalb ganz wichtig für mich, dass eben es niemand Christ sein kann, ohne im Geist getauft zu sein, also ohne den Heiligen Geist voll zu besitzen und auch die Kraft des Geistes zu besitzen. Also das wäre jetzt mein dritter Punkt vielleicht dann. Ich glaube, dass jeder Christ im Heiligen Geist getauft ist und so ein kraftvolles Leben führen kann. Ich vergleiche das ein bisschen unsere 2 Sichtweisen. Du würdest wahrscheinlich sagen, wenn man das jetzt mal illustriert, naja, es gibt manche Christen, die sind im Geist getauft und dann vielleicht manche aber auch nicht. Das heißt, im Prinzip haben manche Christen sitzen in einem Porsche drin, den sie fahren können, und andere Christen fahren mit dem Fahrrad, so ungefähr. Also die einen haben die Kraft, die andere haben nicht die Kraft. Ich würde das Bild anders machen. Ich würde sagen, jeder Christ hat einen Porsche. Jeder Christ ist im Geist getauft und hat voll Zugriff auf die ganze Kraft des Heiligen Geistes. Natürlich sehe ich das auch, dass nicht jeder Christ da voll drin aufgeht und voll drin lebt. Also ich sehe schon auch fleischliche Christen, wie ja auch Paulus das nennt manchmal,
Und ich würde sagen, das sind eben die, die im Porsche drin sitzen, aber das Gaspedal nicht benutzen. Also genau. Aber meine Überzeugung ist es, dass jeder da Zugriff hat und genau, jeder eben im Geist getauft ist. Genau. Letzten Endes geht es mir auch so, also auch wieder so ein bisschen das Calvinistische gegen Arminianistische, wo ich sagen würde, wenn ich jetzt jemanden sehe, der das Gaspedal nicht voll benutzt, dann würde ich auch irgendwo sagen, Mensch, also den würde ich natürlich ermutigen dazu, lebe im Einklang mit dem Heiligen Geist, der schon in dir lebt. Und ich würde auch sagen, letzten Endes vertraue ich Gott, dass er der ist, der Menschen zum Heil führt und ganz verherrlicht und ganz macht, genau. Ja, also zwei Taufen. Die eine ist die Taufe, wo du in Christus reinkommst, und das ist gleichzeitig auch die Geistestaufe, der das Band ist in unserer Einheit mit Christus, und dann eben die Wassertaufe, die das Ganze symbolisiert. Schön, ja, Manu, willst du was sagen? Ja, also wenn ich darf, ja, würde ich gerne noch mal was dazu sagen. Nee, interessant, Tim, also deine Sicht auf die Thematik. Ich würde noch mal eine Stelle kurz nennen, weil du es gerade auch angesprochen hast, und zwar, wo Paulus schreibt in 1. Korinther 12, 13, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Mhm. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden, ne? Also ich denke schon, dass also hier Paulus noch mal ein bisschen was anderes betont als Jesus, als er davon gesprochen hat, dass er mit Heiligen Geist tauft. Ja? Und ich glaube, dass es eben schon auch um ein Erlebnis, um eine Erfahrung geht, ja, die im Leben eines Christen stattfinden soll. Und deswegen ist für mich schon noch mal so ein Punkt, einerseits die Erlösung, und ja, ich habe den Heiligen Geist, den kannst du ja nicht nur zu 50% haben. Ja? Also der Heilige Geist ist voll da, zu 100%. Aber ich glaube, dass für diesen Missionsauftrag und für dieses Werk, dass da auch nochmal eine Befähigung, eine übernatürliche Befähigung kommt. Mhm. Also ist es eher nicht für einen selbst, dass ich jetzt so, boah, ja, ich bin so kräftig erfüllt, und sondern eher, dass es eine Art Zurüstung ist für den geistlichen Dienst, ja, also das eben zu predigen oder das Wort zu verkünden, Menschen von Jesus zu erzählen, damit die Gemeinde Christi auch wachsen kann. Also ich sehe das eine wirklich das Erlösungswerk, wo mein Stand, dass ich wirklich in Christus hineingetauft werde und Teil seines Leibes bin und in dieser Einheit, ne? Und dann aber zum anderen eben, dass auch nochmal eine besondere Bevollmächtigung kommt, um den Auftrag gerecht zu werden, mit dem Jesus mich losgesandt hat. Genau. Ja. Das heißt, kannst du das für mich nochmal beschreiben? Also ich versuche da wirklich jetzt zu lernen. Wenn du sagst, den Heiligen Geist kann man nicht nur zu 50% haben, sondern, hast du ja gesagt? 100%, ja. Ja, genau. Das heißt, da würdest du schon sagen, jeder Christ hat den Heiligen Geist zu 100%. Ja, da machen wir nächste Woche weiter, weil das ist, also schauen wir mal, ob wir 50% Heiligen Geist haben. Ja. Die Macht der Worte. Michael und Steve und ihre 5 Minuten. Also Steve, was ich überhaupt nicht verstehe, mal ganz ehrlich, ist, warum du jetzt nicht in diesem Podcast über die Frage, ob Christen Schusswaffen tragen, reden willst. Aber ich lasse mich da gern drauf ein. Ja, weil ich meine, ja, David ist ja auch ständig mit der Steinschleuder rumgelaufen. Ja, oder? Da wäre es ja Colt gewesen, ja, oder so, für alle Fälle. Saul mit dem Speer. Ja. Ja, und ich dachte mir, wenn wir jetzt da schon mal vor ein paar Wochen über Donald Trump geredet haben, dann ist ja auch, Amerika ist ja nicht so weit weg, ist ja bloß über den großen Teich. Ja, heutzutage ist ja das alles zusammengewachsen. Und ich habe ein paar Geschichten, also zwei Geschichten mit Schusswaffen, die ich natürlich den Hörern nicht vorenthalten will, aber auch dann die Diskussion halt, würdest du dir jetzt, wenn du in Amerika lebst, eine Schusswaffe kaufen? Mhm. Aber da erzähle ich jetzt erst die Geschichte. Erstmal die Geschichte, ja. Und dann diskutieren. Also ich glaube, vor meiner Hochzeit einmal oder zweimal in den Färöerinseln bei meiner Schwiegerfamilie. Und da hat mich der Vater mal zum Hasenjagen mit eingeladen. Und er hat mir dann halt eine Pumpgun, eine doppelläufige sogar gegeben, wo ich mir dachte, also haben wir dann auch erst einmal zweimal in die Luft geschossen, dass ich weiß, wie es geht. Mhm. Und dann waren wir oben auf dem Berg, das hat
mir viel Atem geraubt und dann war ich ja wegen unkonzentriert und bin dann gestolpert und habe dann den Lauf von der Waffe in den Boden reingerammt und dann war die dreckig halt im Lauf. Und dann habe ich da drinnen rumgepult und habe das halt sauber gemacht und dann habe ich die wieder gehalten und habe gesehen, diese Sicherung war draußen währenddessen. Okay. Dann habe ich kurz einmal Angst gehabt, dass ich mir ins Gesicht geschossen hätte. Mhm. Aber das ist jetzt die eine Geschichte. Die zweite kommt gleich. Aber Michi, wie siehst denn du jetzt Schusswaffen eigentlich? Gerade du als Liberaler. Liberaler, Linksliberaler, Antifa-Demonstrant. Immer ein Backstein im Rucksack. Und die Bibel. Und die Bibel. Also generell, da bin ich auch eher dagegen, dass man jetzt Waffen mit rumtragen soll. Also mir hat jetzt kürzlich jemand erzählt, die war zum ersten Mal irgendwo in den Staaten, hat gesagt, vollkommen entsetzt. Einfach, die Leute haben einfach zum Einkaufen und überall einfach ein Colt an der Seite. Das ist für uns doch, ich weiß nicht. Ich hätte halt Angst vor den Leuten dann. Klar, für die, wo es normal ist, ist es normal, aber also ich finde, zu uns zumindest in die Kultur würde es überhaupt nicht reinpassen, weil wir halt nicht so geprägt sind. Uns, ich weiß nicht, wie lange bei uns schon Schusswaffen verboten sind. Seit dem Zweiten Weltkrieg, oder? Da haben es viele kaputt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich auch vorher schon, oder? Da durfte man doch jetzt bestimmt nicht einfach mit Schusswaffen rumlaufen. Aber also ich finde da generell schon auch dagegen. Aber ich verstehe schon, dass diese freiheitsliebenden Amerikaner, sage ich mal, dass die das halt so gewöhnt sind und auch sich vielleicht nicht verbieten lassen möchten. Ja, aber fändest du es dann schlimm, wenn du jagen dürftest ohne Schein? Also würdest du das mal machen? Also reizt dich der Reiz, Schusswaffen mal zu probieren? Ja, also ich sage so, es würde mich persönlich schon reizen, aber ich wäre froh, wenn es alle anderen nicht dürften. Weil, stell dir vor, alle dürfen hier bei uns jagen. Ich würde keinen Wald mehr betreten. Okay. Müsste immer Chocker, Chocker rufen, keine Ahnung. Also das wäre schon das stimmt, nicht praktikabel. Wäre ein gefährlich, ne? Meine zweite Geschichte mit Schusswaffen ist, mein Schwiegervater hat mir dann irgendwann, wollte man nochmal Hasen jagen gehen, da hat er mir dann gezeigt, wie er aus der Hüfte doppelt schießen kann. Und das macht man eigentlich nicht, weil die hat so einen Rückschlag, die Waffe, dass du die Schulter dafür brauchst, halt dagegen zu halten, außer wie mein Schwiegervater, das ist halt der Tier, ist das. Und dann war so an unserer Hochzeit, wir waren die Färöerinseln, da waren unsere Freunde Samuel, Jonas und Pascal dabei. Und dann hat der Schwiegervater gesagt, komm, ich stelle euch da ein paar Dosen und Flaschen hin, dann könnt ihr mal so Richtung Meer schießen. Ja. Und dann haben die ein wenig geschossen und ich habe dann auch so, nee, ich habe das schon gemacht, das brauchen wir jetzt nicht nochmal. Und dann habe ich aber davon erzählt, dass mein Schwiegervater so einen Doppelschuss machen kann aus der Hüfte. Ja. Und dann dachte ich mir, das zeige ich denen auch mal, weil das ist ja jetzt, kann ja nicht so schwer sein. Okay. Auf jeden Fall habe ich dann halt gezielt auf die Flaschen und sowas, habe das an meiner Hüfte rechts hingehalten. Und ich hatte so zwei Abzüge und dann habe ich da zweimal geschossen und dann war die Waffe einfach weg. Die Hüfte weg. Hüfte ist blasi. Nee, aber dann war die Waffe einfach weg und dann habe ich so hinter mich geschaut. Die anderen haben da auch ganz erstaunt geschaut, wo jetzt die hingeflogen ist. Und dann habe ich da wegen einem Schmerzgefühl da zwischen Daumen und Zeigefinger in dieser Haut und habe so hingeschaut und habe dann da mal Fleisch gesehen und alles. Und dann habe ich das meinem Schwiegervater gesagt, also der stand dann wegen weiter weg, weil er geraucht hat. Dann habe ich ihm gesagt, du, irgendwie, das tut ein wenig weh. Stimmt da nicht. Und dann hat er da hingeschaut und dann ist er ganz blass geworden, hat mir aber dann draufgedrückt und hat gesagt, das ist nicht so schlimm, wir fahren jetzt aber schnell weg, also zum Heim. Und das war so mein zweiter. Vielleicht ist es auch besser, wenn wir keine Schusswaffen haben in Deutschland. Weil es gibt bestimmt ein paar Chaoten wie mich, die da mal aus Versehen entweder den Lauf in den Boden rammeln und den putzen. Ja. Aber ja, willst du mal in die Färöerinseln gehen? Soll ich dir da mal ein Wochenende mit Schusswaffen organisieren? Ich weiß nicht, irgendwie ist es generell so als Kinder auch. Da hat man das immer gemacht. Ich weiß nicht, hat Spaß gemacht. Ja. Einfach auch auf Leute zu schießen. Also halt. Nicht in echt natürlich, aber ich weiß auch nicht, was da in uns drin steckt. Ja, so. Aber ist ja auch ein wenig biblisch auch. Gott ist ja auch ein Kriegsgott. Steht sogar Jehova
Ja, das stimmt, ja. Dingsbums. Und dann hat er aber gesagt, gut, aber hier Waffen zu Pflugschaden machen. Ja, warte, Mai ging am, ja, aber Jesus hat auch den Tisch einmal umgeschmissen. In dem hätte er eine Pistole gehabt, hätte er den Tisch umgeschossen. Die Macht der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht. Wir reden über Depression mit Sarah. Schön, dass du da bist, Sarah. Hallo Steve, danke, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Also es ehrt mich ja sehr, du hast ja letzte Woche erzählt, dass du ja Fangirl bist, hast du Fangirl gesagt, seit Tag 1. Ja. Genau. Und also solche kommen natürlich immer gern dran bei mir. Wobei ich das gar nicht wusste, wie ich dich angefragt habe. Da dachte ich eigentlich, mein Podcast ist zu unbekannt, dass man den kennen könnte. Ich kenne dich. Sehr gut, sehr gut. Gut, schauen wir mal, ob wir noch eine Woche dranhängen. Wir sind jetzt so von dem Herausfinden von deiner Depression in einer Klinik gelandet. Und wenn ich mir deinen Hintergrund so ansehe, erkenne ich nichts, aber es schaut nicht aus wie ein Klinikzimmer. Wie ist es denn heute? Also wenn du, bist du immer noch da? Ja, wie schaut es jetzt aus? Genau, also inzwischen lebe ich sehr selbstständig. Also ich glaube, vom Außen her würde man mich jetzt so nicht mehr unterscheiden können, würde man nicht mehr sagen können, ah, die hat Depression und die daneben nicht. Sondern ja, also ich habe meine eigene kleine Wohnung, die ich sehr lieb gewonnen habe und regel meinen eigenen Tagesablauf. Bin auch wieder in einem Job, der mir sehr viel Freude bereitet, wo ich mich wirklich kreativ auch ausleben darf. Und ja, bin wirklich gesegnet mit meinem normalen Leben, wenn man sagen kann, dass es ein normales Leben ist. Also ja, doch, also ich bin ganz gut angekommen im Leben und habe natürlich immer noch so meine Probleme und immer wieder diese Phasen, habe ich in Woche 1 ja schon mal gesagt, dass ich nach wie vor darunter auch leide, aber ich habe durch die Therapie einfach auch sehr, sehr viel gelernt und genau, komme einigermaßen gut zurecht. Ja. Wie war das dann für dich, wie du aus dieser Klinik ausgezogen bist? Also hast du dann erstmal so eine Zwischenstation gehabt bei deinen Eltern und von deinen Eltern dann in diese Wohnung, wo du jetzt alleine wohnst oder also kam dann irgendwann wieder so dieses, ey Kacke, wenn ich irgendwann alleine wohne und irgendwo aufwache und die Depression wieder da ist, wie kann ich das handeln? Ja, also da helfen die Therapeuten auch in den Kliniken sehr stark, einen einfach wieder zurückzuführen ins ja, normale Leben, klingt immer so blöd, aber ins normale Leben einfach. Und das war für mich damals noch bei meinen Eltern. Und da haben wir dann erstmal angefangen, mein Jugendzimmer komplett zu renovieren, weil ich konnte nicht mehr in diesem Zimmer sein, weil das mich mit so viel Schmerz immer wieder jeden Tag konfrontiert hat. Und da waren meine Eltern echt super, dass sie da einfach dann eben auch das Geld und die Kraft genommen haben und mit mir das Zimmer renoviert haben. Und da fing das dann an, dass ich dann, also da habe ich noch ein halbes Jahr da gewohnt, aber dann fing das an, dass ich angefangen habe, nach eigenen Wohnungen zu suchen und über verschiedene Kontakte, wie das auf dem Dorf gerne mal so ist, kam ich dann an die entsprechende Wohnung. Okay. Und wie ist es dann für dich, alleine zu wohnen? Anfangs war es komisch, weil ich wusste, wenn mir irgendwas passiert, dann kamen wieder diese ganzen Angstgedanken, bin ich alleine. Und im Zweifel findet mich hier keiner, weil den Schlüssel habe ich. Und das war schon ganz, ganz komisch. Ich musste mich erstmal dran gewöhnen, auch dass, wenn ich schlafen gehe, einfach keine Geräusche mehr da sind, weil ich ja nun mal dann schlafe und kein anderer da ist. Und das war schon sehr beängstigend. Aber inzwischen genieße ich das auch, weil ich habe auch viel über das Thema zur Ruhe kommen gelernt. Und ich weiß, dass ich meine Ruhe brauche und dass ich ein Mensch bin, der sehr viel Ruhe braucht. Und dann weiß ich, ich kann mich jetzt einfach zurückziehen. Ich habe mich dann einen Tag mit Freunden getroffen, war auf der Arbeit oder bei meiner Family oder sonst wo unterwegs. Und dann weiß ich, wenn ich nach Hause komme, dann habe ich mein Reich wieder, meinen Sicherheitstrakt, sage ich mal, und den
habe ich sehr gefüllt mit meinem Glauben auch. Also wenn man in meine Wohnung kommt, hängen überall Bilder mit Bibelversen. Meine Bibel liegt irgendwo rum, eine andere Bibel liegt da rum. Und so. Also das ist eine sehr gefüllte Wohnung, ja. Hast du deine zerstörte Bibel in Anführungszeichen auch noch? Ja, die habe ich auch noch. Die nenne ich immer meine Herzbibel, weil die mit mir durch dick und dünn schon gegangen ist. Die musste schon ein paar Mal jetzt geklebt werden, aber die habe ich immer dabei. Okay. Wenn du jetzt so drauf zurückschaust, noch sagst du ja selber, du bist noch nicht raus aus der Depression. Mhm. Aber wenn du jetzt schon mal so ein Resümee ziehst, neben dem, dass du mit Gott gestritten hast, wo siehst du denn Gottes Hand oder Handeln in den vergangenen 7 Jahren? Da gibt es sehr, 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 sehr viele Situationen. Also erstmal die Tatsache, dass ich von der Tagesklinik in die stationäre Klinik gekommen bin, war für mich ein Wunder, wie das so schnell funktioniert hat, weil da waren 1,5 Monate ungefähr zwischen. Mhm. Und ich war zeitgleich mit Leuten in der Therapie, die haben bereits ein Jahr lang darauf gewartet, dass sie da überhaupt hin konnten. Und das war für mich schon so ein Wow. Also da hast du mir Antrieb gegeben, dass das irgendwie alles geklappt hat, dass die Ärzte miteinander geredet haben und das funktioniert hat, dass ich da hinkomme. Dann auf jeden Fall mein heutiger Job, dass ich da reingekommen bin, wo ich einfach auch Kollegen und Chefs habe, mit denen ich da auch offen drüber reden kann, wo ich auch sagen kann, so jetzt, es geht gerade nicht, und dann wissen die Bescheid und die wissen auch, dass sie sich trotzdem auf mich verlassen können. Mhm. Und ja, also im Alltag sehe ich Gott. Wenn ich morgens aufwache und gar nicht mehr klar denken kann, dann mache ich, also ich weiß, ich kann jetzt aufstehen und ich gehe erstmal zu Gott. Ich kläre das erstmal. Mhm. Und dann gucken wir weiter. Dann entscheide ich, ob ich heute krank bin, ob ich wirklich diesen Tag für mich brauche oder ob ich zur Arbeit gehen kann. Und meistens ist wirklich dann den Alltag nachgehen die beste Option, weil man dann rauskommt aus seinen Gedanken. Okay. Jetzt hast du ja einen normalen Job, oder? Oder ist das mehr normal oder ist das für Depressive? Nee, ist ein normaler Job, ganz normal, in der Wirtschaft. Okay, weil ich frage mich, bist du da im Bewerbungsgespräch gleich mit reingegangen und hast gesagt, also passt auf, ich habe dieses Problem, oder wenn ich jetzt depressiv wäre vielleicht auf der Ebene bin, wo du bist, dass man sagt, okay, ich lebe selbstständig und ich schaffe das alles noch, aber ich hänge noch so ein bisschen drin. Wie macht man das denn, dass man nicht gleich als unfähig für diesen Job wieder rausgeschmissen wird vom Bewerbungsgespräch? Also ich war damals noch nicht an dem Punkt, dass ich im Job gesagt habe, so, ich habe Depressionen. Mhm. Also ich bin in dem Vorstellungsgespräch damit gar nicht rausgerückt, weil für mich war klar, das ist mein Privatleben. Mhm. Depressionen sind privat und Job ist Job. Und ich wollte einfach wieder einen Job haben. Ich wollte einfach wieder da rein und arbeiten und wie jeder andere Mensch auch. Also ich wollte einfach nur wieder normal sein. Mhm. Und ich glaube, das geht jedem so, auch wenn normal immer so ein komisches Wort ist, aber jeder, der an Depression, Angst oder sonst was erkrankt ist, will einfach wieder normal sein. Mhm. Und das wollte ich einfach auch, und so bin ich dann auch in das Vorstellungsgespräch gegangen und hat dann funktioniert. Und erst als ich Vertrauen gefasst habe zu einzelnen Kollegen, habe ich angefangen, darüber zu reden und das dann auch ganz so als Teil von mir zu erzählen. Und als es dann jetzt ja schon vor 2 Jahren angefangen hat, dass ich nochmal so einen Breakdown gekriegt habe, da habe ich dann auch mit meiner Chefin drüber geredet. Und die hat dann auch gesagt, nimm dir die Zeit, die du brauchst, gib die Verantwortung ab. Und dann war das okay. Und als ich dann wiedergekommen bin, also ich war dann 3 Wochen lang krankgeschrieben, als ich dann wieder zurück war, haben alle mich ganz freundlich aufgenommen, ganz lieb aufgenommen, und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich da jetzt einen Stempel habe. Im Gegenteil. Mhm. Also klar, die waren alle besorgt, aber niemand war jetzt irgendwie übervorsichtig mit mir oder so, und das will ich auch nicht. Mhm. Das brauche ich nicht. Okay. Ja gut, also meinst du, man muss es selber so ein bisschen auswiegen, ne? Wie man so der Typ ist?
Ja, also für mich ist ganz wichtig, dass Depression nicht meine Identität bestimmt. Mhm. Und da hatte ich lange so mit zu hadern, dass ich, ja, dass ich nicht sage, ich bin ein, ja, ich bin eine Depressive, sondern ich habe Depression, das ist eine Krankheit, mhm, und Gott wird mir die eines Tages nehmen. Ich hoffe sehr noch in diesem Leben, ansonsten anschließend. Okay. Aber das ist halt einfach eine Krankheit, wie andere, weiß ich nicht, mit Migräne leben müssen oder ja, mit anderen Problemen, die es so gibt im Leben. Okay, okay. Wir haben auch gerade so drüber geredet, dass manchmal, wenn du merkst, es kommen vielleicht wieder Panikattacken oder depressive Stimmungen, dass du Strategien gelernt hast, mhm, um dem entgegenzusetzen. Darf man da auch ein wenig erfahren, was das für Strategien sind, die du da gelernt hast? Also sind auch individuell oder sind es so, ja, alle Depressiven, keine Ahnung, essen Schokolade, dann man sagt, wieder schneller glücklich oder so? Kann ich sehr empfehlen, ja. Nee, aber es gibt schon sowohl individuelle als auch die allgemeinen Skills, wie man die auch so schön in der Therapie nennt, mhm, lernt. Also zum Beispiel Skills, ein Skill ist zum Beispiel mit anderen zu reden. Mhm. Das ist schon viel fortgeschrittener, würde ich sagen, wenn man da wirklich drin ist in diesem Strudel. Mhm. Aber sonst, was wirklich enorm hilft, ist zum Beispiel ein Kühlpack. Einfach ein Kühlpack, mhm, zu nehmen, wenn man in diesem Gedankenstrudel drin ist. Weil dadurch, dass du äußere Reize dir irgendwie zuführst durch dieses Kühlpack oder ein Chili-Bonbon oder sowas, dadurch lenkst du deine Gedanken ab. Also dadurch unterbrichst du diesen Strudel. Und das ist echt Gold wert. Okay. Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass man äußere Reize dazu verwenden kann. Ja. Okay. Das ist echt faszinierend. Also Chili-Bonbon ist jetzt nicht so meins, aber es funktioniert zum Beispiel auch mit Vitamin-C-Brausetablette in den Mund nehmen, ja, und einfach auflösen lassen im Mund. Das ist fies, aber das funktioniert. Und ja, raus aus den eigenen vier Wänden, so hart es ist und so viel Kraft man dafür auch aufwenden muss, aber rausgehen, das ist wichtig. Aber wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn du da so einen depressiven, ich nenne es jetzt mal Schub oder irgendwie sowas, mhm, wenn du den bekommst und dann schleppst du dich, also keine Ahnung, ich übertreibe das jetzt ein bisschen, ich stelle mir so eine Comicfigur vor, die nicht mehr gescheit laufen kann und schleppt sich, Goofy sehe ich da gerade. Ja. Und der schleppt sich zur Tür und dann macht er die Tür auf und mit jedem Schritt an der frischen Luft wird er fideler und aktiver. Kann man das so sehen oder ist es schon so, nee, das dauert halt trotzdem noch eine halbe Stunde, Stunde, bis ich dann ein bisschen da raus bin? Ja, ja. Also das ist ein sehr, sehr schönes Bild dafür, aber ein bisschen zu schönes Bild dafür. Also es ist ja erstmal schon mal ein Kampf, überhaupt zur Haustür zu kommen, aus dem Bett rauszukommen. Mhm. Und es ist, mir hat das sehr geholfen, das ist dann so ein individueller Skill, wirklich jede einzelne Bewegung, jeden einzelnen Atemzug einzeln zu machen. Mhm. Also nicht jetzt zu denken, okay, ich gehe jetzt zur Haustür, ich muss mir meine Schuhe anziehen, dann gehe ich spazieren, danach fühle ich mich besser, dann kann ich meine Wäsche machen und, weil dann bin ich schon wieder in diesem Strudel drin. Ich habe dann erstmal geguckt, okay, ich bewege jetzt einfach nur mein rechtes Bein aus dem Bett, mhm, und dann mein linkes Bein und dann nehme ich nochmal einen Atemzug und wirklich in einzelnen Sekunden das zu machen, das hat mir in der Vergangenheit immer sehr geholfen, jetzt auch gerade vor kurzem, als ich diesen Schub nochmal wieder hatte, einfach um überhaupt mal aus dem Bett zu kommen. Und wenn man dann erstmal in Gang ist, funktioniert das mehr oder weniger gut, weil ich habe dann so eine, das ist vielleicht schon wieder ein allgemeiner Skill, so eine 5-Minuten-Regel, mhm, dass ich dann 5 Minuten lang wirklich jetzt aufstehe und gucke, okay, kann ich mir jetzt einen Kaffee machen? Kann ich mir einfach nur mein Gesicht mal eben waschen oder ein Glas Wasser trinken? Und wenn ich nach diesen 5 Minuten mich immer noch so schrecklich fühle, dann gehe ich einfach wieder ins Bett. Und meistens funktioniert es, dass ich nach 5 Minuten nicht wieder ins Bett muss, sondern dann kriege ich langsam die Kraft, mir die Schuhe anzuziehen und aus der Haustür rauszugehen. Und dann kriege ich die Kraft,
noch eine größere Runde spazieren zu gehen. Aber eben eins nach dem anderen. Also den Plan zu machen, jetzt eine riesen Runde spazieren zu gehen, das ist schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. Mhm. Okay. Krass. Wie schaut es mit Essen aus? das ist dumm. Aber haben Depressive auch Schwierigkeiten, sich zu motivieren zu essen? Oder aufgrund dessen, dass die nicht, also, weil ich denke mir manchmal, vielleicht ist so Übergewicht auch bei Depressiven, weil die ja nicht aus dem Bett kommen. Und ich wäre, glaube ich, also bin ich depressiv oder sowas, aber für mich wäre es ein Traum, ich habe Kinder, deswegen kann ich es nicht machen, so meinen halben Kühlschrank um mein Bett rumzubauen, dass ich nicht mehr aus dem Bett raus muss und einfach essen kann. Also, ja. Wie ist es, wie ist es mit Essen zum Beispiel? Also sagst du dann auch so, nee, weißt du was, ey, schon allein zum Kühlschrank langweilt mich, den aufzumachen und das grelle Licht zu sehen? Also ich finde Essen super und ich esse gerne. Ich glaube aber auch, dass ich ein gesundes Maß an Essen zu mir nehme und da jetzt kein Problem mit habe, zum Glück. Und ich weiß auch, dass es auch bei Mitpatienten so war, dass Essen entweder ein Problem war oder also ein Problem, weil man keine Kraft zum Essen hatte, oder ein Problem wurde, weil man den ganzen Frust sich wegessen wollte. Mhm. Und also ich weiß, dass das auf jeden Fall auch Auswirkungen aufs Essverhalten haben kann, ja. Also ich bin davor zum Glück bewahrt geblieben. Außer damals bei den Panikattacken, wo ich halt immer Angst hatte zu ersticken. Mhm. Aber das habe ich dann in den Griff gekriegt mit den Therapien. Die Macht der Worte. Aus der Sicht, aus der Sicht. Aus der Sicht und mit den Worten von. Aus der Sicht und mit den Worten von. Ja, wir sitzen immer noch hier. Wilhelm, du und ich, wir zwei, wir drei. Ich halte das Video noch aus. Okay. Wir haben gerade in der Aufnahmepause darüber geredet. Und das habe ich ja, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt, dass es jetzt nicht so leicht ist, ne? Dich da zu konfrontieren, beziehungsweise auch mich mit dir da zu unterhalten. Habe auch das Beispiel gegeben, ich weiß nicht, wer das kennt, diesen Fall in Hillsong-Gemeinde, ob das jetzt in Amerika war oder Australien, waren ja zwei Skandale, wo dann die Ältesten das nicht so beleuchtet haben, beziehungsweise vielleicht auch nicht ganz so konfrontiert haben. Und ich weiß, warum die das nicht gemacht haben. Also ich fühle mich ein bisschen so, als bin ich jetzt der, der es durchzieht und dich konfrontiert. Du, ich bin dankbar dafür. Ja. Wir haben dich ja auch gerade uns unterhalten gehabt darüber, weißt du? Sicher, man hat ein flaues Gefühl, sei da ganz ehrlich. Mhm. Man könnte fast meinen, jetzt sitze ich mal wieder auf der Anklagebank. Bei dir ist es nicht so, das weiß ich. Okay. Weißt du, aber es ist wichtig, dass es nicht im Verborgenen bleibt, sodass man es unter den Teppich kehrt, sondern in dem Moment, wenn es offenbar ist, ist es im Licht. Und dann wird es kraftlos. Ja. Dann hat das verwaschene Dunkle hat keine Chance mehr. Ja. Deswegen ziehst du durch. Was? Ziehst du durch. Achso, ja. Entschuldigung, war kurz unaufmerksam. Gut. Wir enden mit dem siebten Punkt deines Bruders. Wie gesagt, er hat 10 aufgeführt, einen hat er vergessen. Ich habe empfunden, Punkt 9 und 10 sind irrelevant. Also für mich war das nicht so wichtig, darum habe ich es mir gar nicht aufgeschrieben. Aber der siebte Punkt, den der Bruder erwähnt, ist, dass dein Vater nie geschlagen hat. Ja. Ja. Und du erzählst ja da mehrere Sachen, ne? Also ob das jetzt der Wald ist oder sonst irgendwas. Du, pass auf, ich erzähle mal was dokumentiert ist bei der Polizei, okay? Mhm. Das war, da war ich so circa, war ich 9 oder 10 Jahre alt. Und da starb die Mutter meiner Stiefmutter. Mhm. Und mein Vater und sie fuhren nach Neubulach zur Beerdigung. Mhm. Die Schwester Lina von der Gemeinde, die war bei uns, hat uns gekocht und so weiter. Und ich habe meine älteste Schwester verhauen. Keine Ahnung. Ich war wie immer böse. Ja. Da war ich da. Und mein Vater kommt zurück und erfährt es und schlägt mich wie einen Hund. Mhm. Am nächsten Tag ging ich in die Schule und wir hatten Sport. Mhm. Und die ziehen sich alle um und ich ziehe mich nicht um.
Und unser Sportlehrer war damals deutscher Fechtmeister, der Rocker Menk, mhm, an der Eduard-Mörike-Schule, mhm, im Haslacher Weg. Und der sagt, du Willi, du musst dich umziehen. Wir haben Sport. Da sage ich, nee, heute mache ich nicht mit. Und er sieht, wie ich so steif da sitze. Mhm. Dann sagt er, komm her, komm, ich helfe dir. Und dann will der mir das Unterhemdchen ausziehen und das geht nicht. Weil das Unterhemd ist am Rücken festgeklebt. Okay. Und der ganze Rücken war blutig. Der ganze Rücken war blutig. Und dann ist der Rocker Menk zur Polizei gegangen und hat meinen Vater angezeigt wegen Kindesmisshandlung. Mhm. Und das ist beim Polizeipräsidium in Ulm, am Münsterplatz, ist das dokumentiert. Okay. Okay. Das ist nur eines dieser Dinge. Mein Vater hatte zum Beispiel, der hat bei der Firma Magirus gearbeitet. Mhm. Und die hatten so Stiefel oder so Schuhe. Und die hatten unten, dass sie nicht ausrutschen, so Nägel drin. Okay, ja. Was glaubst du, wie oft ich diese Schuhe auf den Kopf gerückt habe? Mhm. Ich habe das aber nicht ausgeschlachtet im Buch. Ja. Weißt du, aber jetzt durch das Video von meinem Bruder, ich empfinde es gerade richtig, wie ich spüre die Schläge gerade, weißt du? Mhm. Wenn der Dietmar sagt, mein Vater hat nie geschlagen, es gibt der Bruder von der Lina Hauser, die Lina lebt nicht mehr, mhm, und der Bruder von der Lina Hauser, der wohnt in Villingen. Und der hat mir erzählt, das kommt im Buch auch nicht drin, gell? Ja. Der hat mir erzählt, dass seine Schwester, also die Lina, war mal wieder zur Hilfe bei uns oben. Und ich habe wieder irgendwas angestellt und wir wohnten damals in Böfingen, im Braunland, mhm, im Schlesienweg 23. Wer mal einen Namen wissen will von Straßen, ne, fragt er dich. Jetzt pass auf. Und der hat erzählt, die Lina hat ihm erzählt, wir hatten damals eine ganz steile Kellertreppe, mhm, und unten war nochmal eine Wohnung. Mhm. Mein Vater wollte mich die Treppe runterschmeißen. Okay. Und sie hat sich an meinen Vater gehängt. Mhm. Ich hätte mir die Treppe runtergeworfen. Mhm. Weißt du, mein Vater war gläubig. Ja, und ich liebe den Kerl. Weißt du, ich liebe meinen Vater. Mhm. Weißt du, aber mein Vater hat Jahre gebraucht, um Sieg zu kriegen über seinen Jähzorn. Mhm. Hast du mal Menschen erlebt, die jähzornig sind? Die sind nicht mehr zu stoppen. Mhm. Ja. Ja, jetzt im Alter wurde er ruhiger. Weißt du, aber mein Vater, weißt du, der hat, du musst denken, 6 Kinder. Wir waren nie reich. Mhm. Die ganze finanzielle Latsch lag auf ihm. Und laufend hört er von diesem Helme, der nur Scheiße baut. Mhm. Du, der war am Rande seiner Kräfte. Mhm. Und er hat es genauso gemacht, wie sein Vater es mit ihm gemacht hat. Ja. Er hat mich halt totgeschlagen. Mhm. Aber meinst du, da kommen wir jetzt wieder ein paar Wochen vorher auf diesen zweiten Korinther. Mhm. Das ist ja auch wieder was, wo ich mir denke, ne, dein Vater war ja schon Christ, trotzdem noch jähzornig und wie du sagst, hat noch verprügelt. Mhm. Warum? Ich verstehe das nicht. Also das ist, irgendwann gehe ich zu Gott, Gott sei Dank, und frage ihn, warum das in der Bibel steht, dass wer Christus hat, eine neue Kreation ist, altes vergangen, neues geworden, weil dein Vater hat ja auch diesen Jähzorn nicht sofort abschmeißen können oder abwerfen, mhm, können. Mhm. Und das ist für mich irgendwie ein Phänomen, jetzt nicht, dass die Bibel nicht recht hat. Aber ich bringe ein Beispiel von mir. Ja. Du hast gerade gesehen, ich habe da draußen eine geraucht. Oh, das sagst du öffentlich im Podcast. Das habe ich öffentlich. Ja, du, pass auf. Das war ja unser erstes Interview, das Ende sogar. Jetzt pass auf. Und ich war mal frei. Ich war frei vom Rauchen. Mhm. Verstehst du? Und dann war ich irgendwo bei einem Fest, bei einer Party, und die haben mir Zigaretten angeboten, weißt du? Mhm. Ich danke, nein, ich rauche nicht mehr, danke schön, nein. So nach einer halben Stunde habe ich gedacht, jetzt nervt es mich langsam. Mhm. Gut, da kommt der Rauch halt eine mit. Ja. Ich war schon eine neue Kreatur. Mhm. Und hab die eine geraucht. Mhm. Und bin mit 100 Zigaretten wieder eingestiegen. Okay. Ja. Weißt du, ich habe das auch vor Gott in Ordnung gebracht. Mhm. Weil ich bin eine neue Kreatur. Aber wenn wir mit der Sünde spielen,
kriegt sie Macht über uns. Mhm. Gut, ich rauche jetzt heute keine 100 mehr. Jetzt rauche ich noch vielleicht 7 oder 10 am Tag. Mhm. Aber ich habe keinen Sieg. Und so war es bei meinem Vater auch. Ja. Du, wie oft hat der Buße darüber getan? Mhm. Über seinen Jähzorn. Und immer wieder ist durchgebrochen. Er hatte keinen Sieg. Mhm. Und die Bibel sagt an einer Stelle, ohne Kampf gibt es keinen Sieg. Heißt das aber dann, du hast jetzt keine Lust zu kämpfen? Mit den Zigaretten? Nein. Sondern, weißt du, wo ich das erste Mal zum Rauchen aufgehört habe, von einer Sekunde auf die andere war es weg. Mhm. Boah, da war ich schon stolz auf mich. Ja. Ich habe vergessen, dass der Herr mich frei gemacht hat. Mhm. Und jetzt darf ich erleben, was das für ein Kampf ist. Mhm. Und ich weiß, der Herr wird mich wieder frei machen davon. Mhm. Und diesmal spiele ich nicht mehr mit dem Feuer. Mhm. Kannst du das nachvollziehen? Ja. Ist es so ein bisschen wie, man soll sein Herz sauber halten, weil die Dämonen ausziehen? Und dann streifen die rum und holen sieben mehr? Das würde ich jetzt so nicht sagen, weil das geht dann doch mehr schon ins Dämonische rein, sagen wir so. Es ist tatsächlich, wenn der Teufel auszieht, müssen wir das Haus neu füllen. Ja. Was haben wir gestern gehabt? Wenn Jesus in uns wohnt, dann müssen wir ihn aus die Augen gucken lassen. Mhm. Wenn aber Jesus nicht komplett drin wohnt und er kriegt von uns nur das, was wir ihm zugestehen, ja, und der Rest halt er nur ein bisschen für uns, da können sie rein. Ja, okay. Kannst du nachvollziehen, wie ich es meine? Ja. Okay. Ja. Okay, wir sind ja noch bei dem Video deines Bruders, aber ich finde es immer gut, so ein bisschen mal zum Erholen unseres Gemüts, da kurz mal einen Exkurs zu machen. Was dein Bruder auch sagt, dass die Geschwister tief verletzt sind durch dein Buch. Kann man sehen, wie man will. Also zum einen heutzutage ist jeder wegen dem kleinsten Furz, sage ich mal, verletzt. Mhm. Klar verstehe ich das, wenn das vielleicht an die Familie geht und sowas. Was ich mich frage, weil das ist ja ein Thema, da braucht man jetzt nicht drauf eingehen, wenn die verletzt sind, dann fühlt sie sich halt so. Mhm. Mit Sicherheit hast du es jetzt nicht geschrieben, das Buch, dass du jetzt einmal, wie du ja schon die Wochen vorher gesagt hast und die Aufnahmen, du hast deiner Schwiegermutter versprochen, dass du die... Nicht meiner Schwiegermutter. Meiner Stiefmutter. Deiner Stiefmutter, die Kinder rauszuhalten. Ja. Und das hast du ja gemacht. Aber wie geht man damit um? Also jetzt sagst du, ihr seid alle Bunds, ihr habt alle, ich sage jetzt mal in meinen Worten, einen leichten Schlag. Wie geht man mit schwierigen Familienmitgliedern um? Und manchmal ist man ja auch schwierig. Okay. Mein Bruder sagt was? Die sind verletzt durch das Buch. Genau. Ist das richtig so? Ja, tief verletzt. Jetzt frage ich mich, wo gibt es eine Stelle in dem Buch, wo sie verletzt sein können? Weil sie wird nicht erwähnt. Mhm. Sondern das Buch handelt das Verhältnis von meinem Vater und von mir. Ja. Zum Beispiel, die Ulrike ist eine von meinen Stiefgeschwistern. Mhm. Die kennt meinen Vater nur als Gotteskind. Okay. Mein Vater hat sie noch nie geschlagen. Mhm. Der Dietmar kennt meinen Vater nur als Gotteskind. Er wurde geschlagen. Ich weiß das, ich habe sie gesehen. Mhm. Wenn er jetzt sagt, mein Vater hat nie geschlagen, dann ist das einfach Nonsens, was er sagt. Okay. Vielleicht hat er es vergessen. Du, der Kerl ist auch schon über 60. Du weißt ja, wie das ist mit 6. Dann vergisst man das. Klar. Die Friedrun kennt meinen Vater nur als Gotteskind. Mhm. Sie kennen den Vater anders, wie ich ihn kenne. Mhm. Weißt du? Wie ich ihn kenne. Weißt du, mein Vater besucht mich in Österreich im Gefängnis zum Beispiel. Ja. Er redet kein Wort. Er haut nur links und rechts mal rein und geht wieder. Okay. So kennen sie unseren Vater nicht. Weißt du? Mhm. Und deswegen steht in dem Buch eigentlich drin,
wie das Verhältnis war zwischen meinem Vater und mir. Mhm. Und wie Gott Heilung geschenkt hat. Mhm. Wie wir uns versöhnen konnten miteinander. Weil ich auch, nachdem ich mich mit meinem Vater versöhnt hatte, habe ich ihn gefragt, ich würde so gern auch mit deiner Frau mich versöhnen, mit der Mutter. Mhm. Und mein Vater sagt, das geht nicht. Das geht nicht. Mhm. Weißt du, wenn sie nur deinen Namen hört, geht es ihr schon schlecht. Da sehe ich keine Hoffnung. Und dann, mein Vater war viel in Israel. Mhm. Und mein Vater ist ein halbes, dreiviertel Jahr nach Israel gegangen. Der hat immer das Heim für KZ-geschädigte Juden betreut mit, weißt du? Mhm. Und gespendet und so weiter. Und auf einmal klingelt das Telefon. Und es ist meine Stiefmutter am Telefon. Mhm. Und dann sagt sie, Mensch, möchtest du nicht am Sonntag kommen zum Essen? Und ich denke, Jahre haben wir uns nicht mehr gesehen, jahrelang. Ja. Möchtest du nicht kommen nach Neubulach zum Mittagessen? Mhm. Da haben wir miteinander gegessen. Und haben angefangen, unser Leben miteinander aufzuräumen. Okay. Ich habe dann mich entschuldigt, und ich habe auch wirklich die bösesten Dinge angetan. Habe ich mich entschuldigt und habe gesagt, du, das tut mir so leid. Aber Jesus hat mein Leben jetzt verändert und kannst du mir vergeben? Und sie hat auch dann sich bei mir entschuldigt für viele Dinge, wo sie vielleicht unterlassen hat oder wo sie auch gesagt hat oder auch reagiert hat. Und sie wurde mir eine richtige Mutter. Ja. Weißt du? Okay. Ich hatte nie eine Mutter und so die letzten 10, 15 Jahre ihres Lebens wurde sie mir zur Mutter. Die Macht der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich habe die Bibel deswegen geraucht, Rebellion gegen Gott. Okay. Mhm. In meiner Zelle hatte ich Zigarette, aber wir Tabak alles.